Hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode der C++-Reihe für Anfänger. Heute gucken wir uns den sogenannten Konstruktor an. Tatsächlich habt ihr schon Konstruktoren aufgerufen, ohne es zu wissen. Ich habe hier oben mal eine Klasse vorbereitet, und zwar Class A habe ich sie einfach genannt. Die hat ein Value als Private, also ein Double. Den setze ich erstmal standardmäßig auf 0 und dann habe ich Public, ein Getter und ein Setter gemacht. Also recht simpel aufgebaut. Und wenn ich jetzt hier sage A, A, dann habt ihr da schon einen Konstruktor aufgerufen. Man sieht es da nicht wirklich. Aber ich mache es mal kurz mit der anderen Schreibweise. Wenn ich jetzt sage A, A ist gleich A und dann Klammer auf, Klammer zu, dann seht ihr an der Stelle, das ähnelt ziemlich einem Funktionsaufruf. Und genau das ist es eigentlich auch. Mehr oder weniger. Der Konstruktor, wenn wir den Begriff uns mal genau angucken, Konstruktor, konstruieren, wird sozusagen aufgerufen, um das Objekt zu erstellen. Und an der Stelle rufen wir den sogenannten Default-Konstruktor auf. Dieser wird erstellt, wenn es keinen anderen Konstruktor gibt. Und da wir in der Klasse A keinen anderen Konstruktor haben, wird eben jener Default-Konstruktor aufgerufen. Aber wir können uns auch unseren eigenen Konstruktor machen. Und genau das machen wir jetzt hier oben mal. Dazu mache ich hier mal zwei neue Zeilen. Und jetzt ziemlich einfach vom Aufbau. Wir müssen in erster Linie erstmal nur den Namen unserer Klasse dorthin schreiben. Dann Klammer auf, Klammer zu und dann können wir die geschweiften Klammern öffnen. Und das könnt ihr jetzt sozusagen als Funktion behandeln, so wie jede andere Funktion auch. Also in diese Klammern hier können natürlich auch Parameter mit rein. Das gucken wir uns gleich nochmal näher an. Aber hier drin könnt ihr jetzt jeden Befehl ausführen, den ihr wollt. Und zwar kann man jetzt zum Beispiel sagen, wir machen hier diesen Default Value weg, dass wir da jetzt erstmal gar nichts hin machen und können das Ganze zum Beispiel auch im Konstruktor machen. Also sagen wir this Value ist gleich 0. Das wäre zum Beispiel machbar. So, das heißt, entweder wenn wir jetzt, es ist immer noch egal, welche Schreibweise, also wenn wir jetzt hier das hier machen oder das hier. Ich mache das Ganze mal am besten in zwei Zeilen, damit ich beide Varianten gleichzeitig zeigen kann. Also A1 und A2 ist gleich A, Klammer auf, Klammer zu. Also das ist sozusagen identisch. Dann passiert eigentlich immer noch das Gleiche. In diesem Konstruktor könnt ihr jetzt natürlich auch alles andere machen, was auch immer ihr machen wollt. Zum Beispiel kann man auch Konstruktoren genauso überladen wie Funktionen. Das hier ist ja der Standardkonstruktoraufruf. Bevor wir uns gleich als überladen machen, zeige ich erstmal, wie das Ganze jetzt aussieht, wenn wir dort wirklich mit Parametern arbeiten. Und zwar sage ich jetzt einfach mal, wir wollen hier ein Double Value wissen. Und dann sagen wir hier einfach, this value ist gleich value. So, jetzt sehen wir hier unten schon, dass rumgemeckert wird. Woran liegt das? Naja, es gibt keinen Konstruktor mehr, der eine leere Parameterliste erwartet. Das heißt, das hier dürfen wir nicht mehr und hier oben geben wir auch keine Parameterliste an. In diesem Fall, oder auch wirklich nur in diesem Fall, müssen wir auch bei der ersten Variante Klammern machen. Ihr dürft aber nicht Klammern machen, wenn ihr den Konstruktor ohne Parameter aufruft. Denn dann interpretiert C++ das ein bisschen anders. Deswegen, jetzt wo wir eine Parameterliste haben, müssen wir hier auch Klammern machen. Und dort kann ich jetzt zum Beispiel einfach einen Wert reingeben. Dort gebe ich jetzt 5 rein, hier unten mache ich mal das gleiche, hier gebe ich auch eine 5 rein. Das heißt, jetzt haben wir unsere Parameterliste gefüllt und damit arbeitet jetzt unser Konstruktor. Das heißt, unser Value wird jetzt auf 5 gesetzt. Natürlich können wir immer noch sagen, dass wir hier einen Standardwert setzen. Dieser wird jetzt natürlich aber an der Stelle wieder direkt überschrieben. Das heißt, am Ende ist das Ganze 5. Gut. Jetzt haben wir aber folgenden Punkt. Wir wollen auch noch haben, dass wieder diese Variante und diese Variante funktioniert, dass wir dann keinen Wert angeben, sondern dass dann standardmäßig die 0 bleibt. In diesem Fall müssen wir ganz einfach, wie ich schon vorhin angesprochen habe, überladen. Das heißt, wir sagen hier einfach mal A, Klammer auf, Klammer zu, also wieder keine Parameterliste, geschweifte Klammern auf und das war es eigentlich auch schon. Da wir hier oben schon den Standardwert genutzt haben, müssen wir hier drin eigentlich gar nichts mehr machen. Das heißt, wir können das Ganze auch sogar einzeilig machen und sind damit dann an der Stelle eigentlich auch schon durch. Wie ihr seht, jetzt ist es überladen, das heißt, wir können beide Varianten aufrufen. Aber wieder wichtig, an der Stelle hier kommen keine Klammern hin. Das hier ist was anderes. Wie ihr seht, wird das jetzt auch gelb markiert. Das heißt, das wollt ihr nicht. Wenn ihr den Default-Konstruktor aufruft, beziehungsweise einen Konstruktor ohne Parameter, dann lasst ihr bei dieser Variante bitte die Klammern weg. Gut, das wäre es für heute auch schon wieder gewesen. Mehr will ich heute zumindest zu Konstruktoren gar nicht loswerden. Dann hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!